Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe heute einen Elektro-Familien-Van für euch. Also wenn ihr eine Großfamilie seid, viel mit Kindern unterwegs seid in der Stadt und im urbanen Umfeld, dann ist das genau das, was ihr vielleicht sucht. Und ja, leider ist es nicht der VW ID.Buzz heute, sondern es ist im Prinzip der Anti-Buzz. Es ist der Opel Zafira Life E. Der kann im Prinzip mit 9 Sitzen ausgestattet werden. Ist ein richtig großes Familienauto. Und was der Opel Zafira Life E kann und ob er als Gegenentwurf zum VW Buzz taugt, ja, das erfahrt ihr in diesem Video. Wird spannend, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, den Opel Zafira Life E, den gibt es ja schon seit über 1,5 Jahren. Also ich glaube im Herbst 2020, da ist er auf die Straße gekommen. Und damals gab es ihn noch als Dieselversion und als E-Version. Mittlerweile ist die Dieselversion komplett eingestellt. Das heißt, es gibt den Zafira Life E, so wie er hier ist, nur noch als Elektro. Und Opel möchte ja in den nächsten Jahren eine reine Elektroplattform werden, hat ja der PSA-Mutterkonzern angekündigt. Das heißt, da müssen sie jetzt auch irgendwie alle Modelle elektrifizieren. Und dieser Elektrovan, der war damals vor 1,5 Jahren, wo er rauskam, im Prinzip ja fast alleine auf dem Markt. Es gab noch den EQV von Mercedes und es gab noch irgendwie einen Ford und einen Nissan-Van. Das war's. Dementsprechend ist er preislich auch relativ ambitioniert angesiedelt von Opel, finde ich. Also wenn man bedenkt, er beginnt so bei 55.000 Euro in der M-Version mit dem kleineren Akku. Da hat er dann aber auch noch die Förderung drin von 9.000 Euro, das heißt so 46.000 Euro, das ist der Einstieg. Und diese Version ist jetzt die mit dem großen Akku, das heißt, das sind die 75 Kilowattstunden. Und es ist die Elegance-Variante und die M-Version, aber in der längeren Variante. Es gibt sie nämlich in 3 Längen. Dieser hier ist jetzt 4,96 Meter lang, gibt es noch 30 cm kürzer und noch 30 cm länger, dann also über 5,20 Meter, 5,30 Meter knapp. Da ist also Stauraum jede Menge möglich und hier beim Zafira kann man bis zu 9 Sitze konfigurieren. Diese Version hier, die hat die 6 Sitze und was für ein Raumangebot das Ding bietet, ja, da könnt ihr mal Augen machen, das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier in diesem Fall die Sitze gegenüberliegend montiert. In der Mitte gibt es noch ein Tischchen, das kann man ausziehen. Also hier können die Kinder Uno spielen während der Fahrt, ihre iPads draufstellen auf die Tische. Was auch immer, also Raum ohne Ende. Das ist während der Fahrt natürlich total komfortabel und der Tisch lässt sich auch komplett versenken. Da muss man einmal hier ziehen. Dann zack, ist er weg. Und hat man hier den Raum und man kann ihn auch noch verschieben hin und her. Also das Ganze ist total flexibel und eigentlich wirklich ziemlich durchdacht. Ja, und dass das Ding irgendwie so eine Mischplattform ist, wo sie bei Opel gedacht haben, wir bauen so ein Auto, wo man alles reinbauen kann, das seht ihr vielleicht dadurch, dass es hier vorne einerseits eine Ladeklappe gibt. Also wir haben hier natürlich CCS-Anschluss. Der ganze Wagen kann mit 100 kW Gleichstrom geladen werden in der Spitze, 11 kW Wechselstrom zu Hause an der Wallbox. Wir haben hier hinten aber auch noch so ein Anschluss oder besser gesagt so eine Klappe. Da fragt euch, wofür ist die? Ja, das ist der Dieseltank theoretisch. Also früher war der Dieseltank, heute ist da nichts mehr. Das ist eine Blindkappe. Außerdem haben wir hier in der Tür auch noch eine Blindkappe. Kann man aufklappen, da ist nichts dahinter. Da konnte man früher sozusagen das AdBlue einfüllen. Also ihr seht, das Ganze ist multifunktional. Eine Plattform für alles. Dass sie jetzt nur noch Elektro bauen, ja, wer konnte das vor 2 Jahren ahnen? Ja, und der Schwerpunkt ist hier wirklich auf Variabilität gelegt, denn ich kann hier zum Beispiel auch dieses Sichtfenster einfach öffnen und habe dann hier so eine Durchreiche, ohne dass ich die ganze Heckklappe aufmachen muss. Ich habe hier noch eine Ablage, wo ich irgendwas hinlegen kann, keine Ahnung, Rucksäcke oder Hüte oder Klamotten für die Kids, kein Problem.
Und wenn ich die ganze Klappe aufmache, dann muss ich fast schon ein bisschen zur Seite treten. Sie geht nicht elektrisch auf. Aber so. Das ist ein Riesenteil und ich habe eine Öffnung, da kann man fast ein Smart einparken. Und ihr seht hier, wenn man die Hutablage abnimmt, man kann die Sitze vor- und zurückziehen, man kann sie hier ausbauen. Fläche ohne Ende, auch die Ladekante ist total niedrig. Da kann man fast so durchgehen. Das ist richtig klasse und Raum ohne Ende. Das heißt, wenn ihr 3, 4 oder mehr Kinder habt, die ihr transportieren müsst, das ist das Elektroauto. Ja, und dass da sogar trotz der Sitze und Hutablage noch ein Hund bequem reingeht, das seht ihr hier. Die kann hier sogar stehen, kann sich gut hinlegen. Für kurze Strecken geht das, gar kein Problem. Oder Myla, was sagst du? Na, komm raus. Und die Ladekante ist total schön niedrig, das ist richtig geil. Ja, also der Einstieg hier im Safira, der ist extrem komfortabel. Also man muss hier im Prinzip eine Stufe hochklettern und dann hat man hier vorne ein Cockpit. Das ist doch ein bisschen nutzfahrzeugorientiert und vor allem ist es doch irgendwie so ein bisschen retro, um es mal positiv auszudrücken. Man könnte auch sagen, nicht mehr wirklich zeitgemäß. Wir haben ja noch analoge Rundinstrumente. Das Ganze hier ist doch alles richtiges Hartplastik. Hier vorne die ganze Mittelkonsole. Wir haben jetzt zwar ein Lederlenkrad, wir haben ja auch jetzt hier drin schöne Ledersitze. Da gibt es gar nichts, das ist wirklich super. Aber Cockpit ist tatsächlich eher als robust zu bezeichnen. Und wir haben hier einen Start-Stopp-Knopf. Den muss ich aktivieren, dann geht das Ganze an. Wir haben hier ein 7 Zoll Navigations- und Media-Infotainment-System. Das ist ein bisschen klein, finde ich, so für dieses Auto, für die Größe des Autos. Könnte locker 10 Zoll sein. Würde mich jetzt nicht stören, wenn es größer wäre. Ist natürlich trotzdem benutzbar. Ansonsten haben wir hier einen Bordcomputer, wo alle relevanten Anzeigen drinstehen. Momentanverbrauch, Durchschnittsverbrauch, Tripmeter. Wir haben hier einen Tempomaten eingebaut. Das ist allerdings ein einfacher Tempomat, kein adaptiver Tempomat. Man kann auch einen Spurverlassenswarner dazu konfigurieren, hat dieses Auto jetzt nicht. Es gibt keinen aktiven Spurhalteassistent, gibt es hier diesen Safira nicht. Kann man nicht konfigurieren. Ansonsten Assistenzsysteme, Totwinkelwarner, ganz klar, ist vorhanden. Wir haben hier verschiedene Fahrmodi, wir haben hier Eco, wir haben Normal und wir haben Power. Das klingt jetzt extrem sportlich, aber sind wir mal ehrlich, der Wagen hier, der wiegt 2,1 Tonnen. Für die Größe ist das gar nicht mal so viel. Wenn man bedenkt, das Model Y von Tesla wiegt auch 2 Tonnen. Und der Safira hier ist doch nun vom Volumen her, auch vom Radstand und von der Länge deutlich größer. Von daher sind 2,1 Tonnen jetzt gar nicht mal so viel. Der Diesel, die Dieselvariante wiegt jetzt hier auch nicht extrem viel weniger. Ja, wir haben Frontantrieb und der Motor, der leistet 100 kW, sind 136 PS. Das aber nur im Power-Modus. In den normalen Modi, also normal, da ist es 80 kW und bei Eco ist es 60 kW. Ja, Gangwallhebel haben wir nicht hier vorne oder so oder irgendwelche Drehräder. Nein, wir haben hier wie beim Opel Mokka oder Opel Corsa E so einen Wippschalter. Zum Fahrrad ziehen ist in Drive-Modus stellen, nach vorne drücken ist in Rückwärtsgang stellen. Da gibt es noch die P-Taste und die B-Taste. B für höchste Rekuperationsstufe. Ja, 75 Kilowattstunden hat dieser Akku. Den Safira gibt es auch noch mit einem 50 Kilowattstunden Akku. Dann im Prinzip genauso ausgestattet wie so ein Opel Corsa. Gefühlt ist der Wagen dreimal so groß wie ein Opel Corsa. Der 50 Kilowattstunden Akku, ich weiß nicht, warum man den wirklich anbietet, weil so richtig Sinn macht es nicht. Denn schon mit dem 75 Kilowattstunden Akku hat dieser Wagen nach WLTP eine Reichweite von 330 Kilometer rund. Das ist jetzt nicht wahnsinnig üppig und in der Realität mag es möglicherweise auch weniger sein. Das finden wir heute natürlich ein bisschen raus. Dennoch muss ich sagen, der Wagen hier ist natürlich kein Reiseauto für weite Strecken, sage ich mal. Mit der Familie dann nach Süditalien mit diesem Auto, das würde ich eher nicht empfehlen. Dazu ist einfach ja, der Akku zu klein, die Reichweite zu gering, die Ladeleistung zu gering mit den 100 kW. Da steht man halt schon 45 Minuten, um von 10% auf 80% hochzuladen. Und entsprechend der Form hier ist der Verbrauch dann auch zu hoch. Angegeben ist er mit zwischen 24 und 27 Kilowattstunden nach WLTP.
Das ist aber der WLTP-Zyklus. Wir wissen es ja, dass das mit der Realität nicht immer was zu tun hat. Im Stadtverkehr ist das durchaus realistisch. Das sehen wir nämlich gleich. Aber auf der Autobahn würde ich sagen, da ist man, wenn man mit 120 unterwegs ist, locker über den 30 Kilowattstunden. Der Wagen ist übrigens bei 130 dann auch abgeregelt. Das heißt, mehr geht nicht. Ja, Technik, wie gesagt, ist nicht mehr so state of the art. Auch das ganze Navi, die ganze Ladeplanung in Klammern nicht vorhanden, ist natürlich eines Elektroautos nicht wirklich angemessen. Was ich hier habe, sind Ladestationsanzeigen. Da kann ich auch drauf tippen und dann bekomme ich eine Info zur Ladestation, kann dahin navigieren. Aber ich sehe auch nicht wirklich, ob die frei ist. Ich bekomme auch keine Vorschläge, wenn ich irgendwo hin navigiere und die Reichweite reicht nicht. Das muss ich mir dann im Prinzip selber erarbeiten oder benutze dann gleich auf dem Smartphone den Better Route Planner. CarPlay und so weiter, glaube ich, hat dieser Wagen nicht. Zumindest liegt mir da keine Info drüber vor. Was ich habe, ist ein USB-Anschluss hier, um mein Handy zu koppeln, um Medien zu streamen. Das ist aber auch das Mindeste und mehr ist dann erstmal hier nicht wirklich vorhanden. Ja, was auch schade ist, ist halt, dass auch für die Prozentanzeige, die es immerhin gibt hier in diesem Auto, so ein analoges Zeigerinstrument verwendet wird. Das heißt, man kann es nicht wirklich genau sehen, wie viel Prozent noch im Akku ist. Aber man kann es zumindest ungefähr plus minus 5% an diesem Zeiger ablesen. Die Reichweitenanzeige, die ist aber relativ akkurat, glaube ich. Und wenn man den Wagen auf 100% vollgeladen hat, dann zeigt er mir gerade 308 Kilometer an. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob er die jetzt wirklich erreicht. Denn wir machen heute nämlich einen besonderen Test. Wir fahren nicht die Autobahnstrecke Bremen-Bremerhaven, weil mit Tempo 130, das entspricht ja im Prinzip Vollgas hier mit diesem Auto. Und ganz ehrlich, das macht hier mit diesem Safira E-Live oder Live-E keinen wirklichen Sinn, das auszuprobieren. Sondern wir fahren einfach eine Tour durch die Stadt und schauen mal, ob dieser Wagen nämlich in dem Revier, wo er eigentlich zu Hause ist, im urbanen Umfeld, wie man so schön sagt, ob er da für eine Großfamilie wirklich was taugt. Und ja, wir haben es heute doch relativ schönes Wetter. Wir haben es so warm, wir haben es 10, 15 Grad. Eventuell wird es nachher sogar noch bis an die 20 Grad warm. Also das sind eigentlich Idealbedingungen. Und da müsste doch der Safira Live E in der Stadt sich wirklich gut schlagen. Zum Beispiel ist ja auch ein Anwendungsfall für Lieferdienste, für Shuttle-Dienste. Die fahren dann den ganzen Tag mit so einem Auto durch die Stadt. Wie viele Kilometer kommen denn da zusammen? Ja, ich würde mal wetten, es sind deutlich unter 300 Kilometer. Das heißt, man müsste so ein Auto nämlich maximal einmal am Tag zu Hause aufladen, zum Beispiel über Nacht an der Wallbox. Da ist er mit 11 kW dann über Nacht wieder auf 100%. Ja, aber bevor es losgeht, ein Tipp für euch, wenn ihr eine Elektroautoversicherung sucht, dann schaut doch mal bei der Fair Finanzpartner OHG vorbei, mein Kanalpartner Stefan Hamsen, die haben garantiert einen passenden Tarif für euch. So, wir sind startklar, also wir fahren jetzt ein paar Touren durch die Stadt und schauen mal, wie der Safira Live E sich so schlägt. Dann würde ich sagen, kann es losgehen und der Wendekreis hier von diesem Riesenwagen ist erstaunlich klein. Ja, und bei so einem großen Auto ist natürlich klar, das Ganze ist jetzt kein Sportwagen. Ne? Das heißt auch, das ganze Fahrwerk ist natürlich ein wenig am Wanken. Es ist aber auch gar nicht zu weich. Also man merkt hier schon die Gullideckel, die hört man. Und es ist durchaus straff, aber der Wagen wankt und schwankt natürlich ein bisschen, auch aufgrund seiner Höhe von, keine Ahnung, über 1,90. Also das ist schon ordentlich. Also das Schiffgefühl stellt sich hier sofort ein, wenn man mit dem Wagen fährt. Und, aber ansonsten ist es total angenehm hier, das Reisen. Und Geräuschkulisse hier im Auto, natürlich in der Stadt ist es so gut wie nichts zu hören. Ein bisschen Rollgeräusche von den Reifen. Und gerade bei so unter 30 km hört man so ein leichtes künstliches Geräusch vom Elektroauto halt. Aber Motorengeräusche oder sonst irgendwas ist alles Fehlanzeige. Ja, und ich bin im Normalmodus unterwegs und habe natürlich auf B gestellt, also höchste Rekuperation, gerade weil ich auch in der Stadt unterwegs bin. Und wenn ich jetzt mal Gas wegnehme, ja, also die Rekuperation, die hält sich wirklich in Grenzen. Also das Verzögern ist sehr moderat und er kommt auch nicht zum Stillstand, sondern rollt immer noch weiter. So One-Pedal-Driving ist damit nur bedingt möglich. Da muss man schon sehr, sehr vorausschauend fahren.
So, der Weg führt uns heute also auch durch die Stadt hauptsächlich und wir fahren jetzt mal als erstes zu IKEA. Das ist ja so der Klassiker, mit Familie zu IKEA zu fahren, ein bisschen was ins Auto laden. Und der hier, der Saphira, der hat ja nun Stauraum ohne Ende, da passen ja ganze Wohnzimmer rein. Und das probieren wir jetzt mal aus. Das heißt, da fahren wir erst ein bisschen auf dem Autobahnzubringer, ein Stück Autobahn und dann durch die gesamte Stadt zurück. Jetzt haben wir 308 Kilometer Reichweite bei 100% auf dem Tacho sozusagen. Und mal gucken, wie wir so nach 100, 120 Kilometer Stadtverkehr, wie wir dann so gelandet sind. Ja, im Normalmodus, da ist natürlich die Beschleunigung nicht wahnsinnig doll, aber die 13,3 Sekunden im Powermodus, die sind schon okay für so ein Riesenschiff. Fühlt sich jetzt trotzdem nicht extrem schnell an, aber es reicht tatsächlich, um den meisten Leuten an der Ampel schon vorwegzufahren. Hier so im Verkehr mitschwimmen mit dem Saphira E, es ist total angenehmes Fahren tatsächlich und man sitzt auch total hoch. Die Übersicht ist natürlich klasse, auch die Übersicht hier im ganzen Auto, die Außenspiegel sind groß, man sieht alles, also auch tote Winkel sind echt hier wenig. Das ist schon sehr angenehmes Fahren und eben auch die Geräuschkulisse hier gerade in der Stadt, das ist mega entspannt. Und ja, das Einzige, was nerven könnte, wären quengelnde Kinder hinten auf dem Rücksitz. Ja, jetzt sind wir bei IKEA. Wir sind doch ziemlich durch die Stadt gegurkt, Autobahnzubringer, Autobahn gefahren und so weiter und so fort. Insgesamt haben wir jetzt schon 52 Kilometer zurückgelegt. Das hat ein bisschen gedauert. Und wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 23,2 Kilowattstunden. Das ist doch, hey, gar nicht mal so viel. Wir sind natürlich nicht gerast. Durchschnittsgeschwindigkeit ist jetzt hier 32 km/h. Ist natürlich Stadtverkehr, Stop and Go und so weiter, das kennt ihr ja. Wir haben jetzt noch 256 Kilometer Reichweite. Ja, plus die 52 Kilometer, die wir zurückgelegt haben, sind genau die 308 Kilometer, die er am Anfang angezeigt hat. Wir haben jetzt 67 Kilometer zurückgelegt, Durchschnittsgeschwindigkeit ist immer noch 32 km/h. Hat wirklich ewig gedauert durch die Stadt. Wir sind jetzt schon ja, mehr als 2 Stunden unterwegs, 67 Kilometer Strecke in 2 Stunden, Leute. 22,4 Kilowattstunden im Durchschnitt, das ist im Prinzip ein super Wert. Also ich bin völlig fasziniert davon. Und die Reichweitenanzeige, 246 Kilometer noch Rest, 67 Kilometer zurückgelegt. Also jetzt haben wir mehr Kilometer im Prinzip Reichweite, als wir am Anfang angezeigt bekommen haben. Das heißt, der Verbrauch ist doch niedriger, als der Bordcomputer geschätzt hat bei den Temperaturen. Wir haben es gerade 16 Grad, ist aber auch wirklich gutes Wetter. Und jetzt fahren wir erstmal nochmal nach Hause. Nach 2 Stunden Autofahren durch die Stadt habe ich erstmal die Faxen dicke. Das nehmen wir jetzt aber nur noch die Autobahn, das geht dann ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal am Ende, wie viel Kilometer wir geschafft haben, bei welchem Verbrauch, wenn wir jetzt noch ein bisschen Autobahn fahren. Da bin ich gespannt, wie sich das jetzt verändert. Ja, 88 Kilometer sind wir gefahren und wir haben über 2,5 Stunden auf der Straße verbracht und haben einen Durchschnittsverbrauch von 22,8 im Moment gehabt. Wir fahren nachher noch mal ein bisschen Landstraße und schauen mal, wie es sich da entwickelt, weil ich habe jetzt noch, wenn ich diese Zeigeranzeige vom Akkustand sehe, habe ich noch um die 60-65% vielleicht noch im Akku. 210 Kilometer die Restreichweite plus die 88, die wir gefahren sind, sind also 298 Kilometer, wie wir kommen würden mit diesem Auto und dem Stadtverkehr plus ein bisschen Autobahn.
Also ganz interessant. Also der Verbrauch ist tatsächlich gar nicht so hoch, wie ich gedacht habe, für dieses große Auto. Klar, 22,8, das sind halt nicht 16 Kilowattstunden. Es ist aber ja auch kein Ioniq, sondern es ist ein Opel Zafira e-Life, ein Familienvan. Also das ist tatsächlich eine positive Überraschung, finde ich. So, nach einer kurzen Pause geht es jetzt wieder weiter. Wir fahren jetzt natürlich erstmal noch ein bisschen Landstraße. Durch die Stadt hatten wir schon. Das hat echt ziemlich lange gedauert, weil der Stadtverkehr ist halt immer zäh, gerade hier in so einer Großstadt wie Bremen und am Wochenende. Aber jetzt geht es über die Landstraße, so, keine Ahnung, 40, 50 Kilometer und dann gucken wir mal, wie es da abgeht. Ja, jetzt sind wir exakt 100 Kilometer unterwegs heute, den Tag über, und haben noch exakt 200 Kilometer Restreichweite. Also macht insgesamt 300 Kilometer bei vorher angezeigten 308 Kilometer. Ja, fast eine Punktlandung. Also diese vorberechnete Reichweite, die bezieht sich dann wohl tatsächlich eher so auf Stadt- und Überlandverkehr, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch natürlich die Fahrweise, die bisher mit diesem Auto an den Tag gelegt wurde. Und dieser Wagen ist ja tatsächlich kein Neuwagen. Ich habe den Wagen übrigens von Autohaus Meier in Osterholz-Scharmbeck. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr mir den Wagen zur Verfügung gestellt habt. Und diesen Wagen könnt ihr kaufen. Das ist nämlich ein gebrauchtes Auto. Der ist von Oktober 2020, hat jetzt so rund 4700 Kilometer auf der Uhr und wurde natürlich entsprechend vorher auch lange bewegt. Und so wie dieser Verbrauch jetzt berechnet wird mit 308 Kilometer Restreichweite, entspricht es offensichtlich auch der Fahrweise des einen Vorbesitzers. War, glaube ich, nur einer. Der Preis für diesen Wagen übrigens gebraucht liegt, so wie ich das in Erinnerung habe, so bei 52.000 rund. Da ist natürlich jetzt keine Förderung mehr drin, aber man muss bedenken, das ist hier im Prinzip schon eine der Top-Ausstattungen mit dem Lederinterieur und dem ganzen Zip und Zap, was hier dabei ist. Da ist der Neupreis eher so in Richtung 70.000. Von daher ist dieser Gebrauchtwagenpreis doch eigentlich relativ okay. Ja, wenn ihr eine fünfköpfige Familie seid und elektrisch fahren wollt, da bieten sich ja nicht so viele Alternativen an. Da wäre so ein Zafira E, so wie dieser hier gebraucht, ja vielleicht was für euch. Müsst euch natürlich überlegen, ob das preislich passt. So, jetzt muss der Zafira mal zeigen, wie wendig er ist. Also wir wenden hier mal. Also ich muss echt sagen, also der Wendekreis überrascht mich jetzt wirklich. Der ist echt klein. Ich könnte euch jetzt nicht die Meterzahl sagen, aber gefühlt würde ich mal behaupten, nicht viel größer als bei meinem Model Y. Und für so einen großen Wagen empfinde ich das als extrem klein. Also ich konnte hier auf der Landstraße einfach so mal eben wenden. Das ist richtig beeindruckend. So, wir sind jetzt wieder da und haben insgesamt 137 Kilometer zurückgelegt jetzt am heutigen Tag. Und bei 37 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit sind es fast 4 Stunden, die wir hier im Auto gesessen haben. Wir sind nur gefahren durch die Stadt, kreuz und quer, dann aufs Land einmal einen Ausflug gemacht und insgesamt haben wir verbraucht 22,6 Kilowattstunden. Wir sind auch ein bisschen Autobahn gefahren, das war natürlich nicht viel Kilometer, vielleicht insgesamt so 15 Kilometer davon Autobahn. Aber man sieht, wir haben noch 150 Kilometer Restreichweite und laut Anzeige hier in diesem Zeigerinstrument ist der Akku genau bei 50%. Und wie gesagt, 4 Stunden gefahren. Also wer fährt jetzt schon 4 Stunden am Stück ständig durch die Stadt? Ich glaube, das machen, wenn überhaupt, nur Lieferdienste. Ich könnte jetzt also noch mal 4 Stunden fahren. Das wären also 8 Stunden, also ein kompletter Arbeitstag. 8 Stunden nonstop in dem Auto unterwegs sein, in der Stadt oder im Regionalverkehr, und der Akku wäre dann am Ende des Tages gerade mal alle. Wenn man so ein Auto privat fährt mit einer größeren Familie, dann würde ich sagen, im Normalfall, da reicht so ein voller Akku locker für 3, 4 oder sogar 5 Tage. Und wenn man dann zu Hause eine Wallbox hängen hat und den Wagen sowieso nachts wieder dran hängt, ist der immer voll und man fährt morgens immer mit 300 Kilometer potenzieller Reichweite los. Das heißt, man muss eigentlich nie irgendwie Zeit aufwenden, um zu laden. Das ist ja im Prinzip auch der Idealfall für so ein Elektroauto. Ja, wenn das nicht praxistauglich ist für diese Anwendungsfälle, dann weiß ich auch nicht.
Aber wir haben jetzt ja noch 50% im Akku und ich würde natürlich gerne wissen, wie die Ladegeschwindigkeit wirklich ist. Auf dem Papier, wie gesagt, 100 kW. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber ich würde es natürlich gerne ausprobieren. Deswegen fahren wir doch noch mal auf die Autobahn. Ich muss da noch ein bisschen runterkriegen, mindestens 30-40% weniger haben. Das heißt, ich kann also mal ein bisschen Vollgas geben und dann gucken wir mal. Ich bin wahnsinnig neugierig, wie hoch da dann der Verbrauch ist. Das wird bestimmt heftig. Ja, da ahnst du nichts Böses und dann triffst du hier ein EQE an der Ladesäule in Goldbach Nord. Schon ein schickes Auto. Das war jetzt noch ein Vorserienmodell, war tatsächlich ein ehemaliger Erlkönig, deswegen war der vielleicht auch noch nicht so perfekt zusammengebaut. Da war schon noch so einiges zu sehen, wo ich dachte, na, das ist doch nicht wirklich Mercedes-like. Aber sei es drum, heute geht es nicht um den EQE, heute geht es um den Safira, den Opel Safira Live E. Und wir laden jetzt tatsächlich mit 99 kW in der Spitze. Das hat er auch doch recht lange gehalten. Das ist schon mal recht gut. Nichtsdestotrotz ist das bei dem 75 kWh Akku natürlich nicht unbedingt eine Spitzenleistung. Ja, überhaupt mein Fazit. Was ist zum Opel Safira Live E zu sagen? Also ich finde das Auto eigentlich richtig gut. Das Fahren hat mir total Spaß gemacht. Er fährt sich unheimlich agil. Er ist trotz der Größe sehr, sehr wendig und vor allem das Geräuschniveau hier ist wirklich Spitzenklasse. Auch auf der Autobahn. Ich bin ja hier teilweise 130 gefahren. Übrigens, Tachoanzeige, glaube ich, war 135 Spitze, dann war wirklich Schluss. Das war wirklich astrein, das Geräuschniveau. Also da gab es Autos, die waren deutlich lauter. Und das ist jetzt mal so ein riesen Resonanzkörper hier. Also muss man wirklich sagen, da hat Opel einen prima Job gemacht. Es gibt viele Sachen, die mir total gut gefallen haben. Also der Sitzkomfort ist spitzenmäßig. Was ich auch total super finde, ist, dass man hier die Türen elektronisch ja von vorne einfach öffnen und schließen kann. Das sind ja so Schiebetüren. Und wenn du halt Kinder hast, die ein- und aussteigen in der Stadt, dann kannst du das von hier aus öffnen. Die Kinder gehen raus, du machst wieder drückst wieder auf den Knopf, dann geht die Tür wieder zu. Das ist wahnsinnig komfortabel und bequem. Also das gefällt mir super. Ja, wie gesagt, das Handling ist spitze, Geräuschniveau ist spitze, die Benutzbarkeit und Variabilität ist wirklich spitze. Allerdings ist es natürlich für so ein modernes Elektroauto 2022 nicht mehr State of the Art, was man hier so an Technik bekommt, im Paket, sage ich mal. Das Ganze ist so ein bisschen eher so 2014-like und für Leute, die das nicht anders kennen, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn man natürlich andere Elektroautos gewohnt ist und auch kennt, dann fühlt man sich hier schon so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Das gepaart mit dem Preis des Autos, das passt für mich irgendwie von der Gewichtung her nicht so ganz zusammen. Der Wagen an sich ist wirklich schön und gerade auch für Leute, die diesen Platz brauchen mit der Familie oder eben auch
wenn man, keine Ahnung, Lieferdienst ist oder Shuttle Service. Das ist alles okay. Man sollte nur nicht den Fehler machen und glauben, dass man mit diesem Wagen wirklich oft Langstrecke fahren kann. Dafür ist der Verbrauch dann eigentlich zu hoch, weil ich hatte hier dann auf der Autobahn so um die 34 Kilowattstunden bei 130 Kilometer pro Stunde. Ja, und damit ist man noch nicht mal 200 Kilometer auf der Autobahn unterwegs und dann muss man wieder 45 Minuten laden, um bis 80% zu kommen. Und wie gesagt, das ist einfach kein Verhältnis. Das macht dann keinen Spaß. Damit kann man vielleicht die 400, 500 Kilometer Strecke machen, muss dann mindestens ein bis zweimal schnell laden, verliert dann doch ganz schön viel Zeit und das macht dann irgendwie nicht so richtig Spaß. In der Stadt jedoch, da kommt man mit so einem Auto locker mehrere Tage klar, ohne irgendwie nachladen zu müssen. Und wenn man zu Hause laden kann, dann muss man eigentlich nie nachladen. Also gefühlt muss man nicht nachladen, weil man steckt den Stecker rein und geht irgendwie ins Bett oder so. Dann hat man immer ein volles Auto, also akkumäßig volles Auto meine ich, und merkt es gar nicht mehr. Also man verliert null Zeit und fährt und fährt und fährt. Und das macht dann natürlich richtig Spaß mit so einem Auto. Und dafür ist der Wagen auch gedacht. Also wenn ihr jetzt eine Monteurstruppe seid, die freitagabends von München nach Bremen durchheizen möchte, weil sie in Feierabend kommen will, dann ist das das falsche Auto. Aber wenn ihr eine Familie seid, vierköpfig, fünfköpfig, mit Hund und Kegel und was auch immer, super Auto. Wenn ihr euch das preislich leisten könnt, super Auto. Ihr fahrt dann elektrisch, völlig entspanntes Reisen, eigentlich deutlich angenehmer als mit einem Diesel-Van, würde ich mal behaupten. Ja, wie ist jetzt der Vergleich zum ID. Buzz zu sehen? Also das wird für Opel richtig schwierig, weil der ID. Buzz, der ist ja von der Größe her ähnlich, hat ja auch ein paar Größenstufen, die man so wählen kann, hat auch eine Cargo-Version, ist in allem eigentlich besser ausgestattet. Gerade auch die Technik, die Assistenzsysteme, die Höchstgeschwindigkeit ist ein bisschen höher. Der Verbrauch, also die Effizienz beim ID. Buzz, was man so hört, ist besser als hier mit diesem Opel Zafira, gerade auch auf der Autobahn. Das heißt, man kommt weiter, der Akku ist ja mehr oder weniger ein bisschen größer, also mit 82 Kilowattstunden ist der ja doch ein bisschen größer als der 75 Kilowattstunden Akku hier. Und er ist deutlich günstiger, wie gesagt. Also da wird es für Opel schwer, mit dem Zafira noch irgendwas zu reißen. Also da müssen sie sich anstrengen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den Preis auf Dauer hier auch ein bisschen absenken. Die Dieselversion haben sie, wie gesagt, schon eingestellt. Das heißt, den Zafira E, ja, den E sowieso, aber den Zafira an sich gibt es ohnehin nur noch elektrisch. Ja, bin gespannt, wo für Opel die Reise hingeht. Sie wollen jetzt ja richtig durchstarten mit dem neuen Astra, der jetzt ja elektrisch rauskommt. Und alles, was dann noch von Opel kommt, wird es dann ja auch elektrisch geben. Da bin ich wahnsinnig gespannt und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da die Kurve kriegen und dass Sie auch wirklich gute Autos auf den Markt bringen und auch eine gute Ladeleistung liefern, gute Assistenzsysteme und so weiter und eine gute Effizienz. Das sind so die Dinge, die braucht einfach ein Elektroauto. Dass es hier keine Ladeplanung gibt, das kann man schon fast vernachlässigen, weil der Wagen ist ja eh nur für den Stadtbereich oder das Umfeld der Stadt wirklich zu gebrauchen, sinnvollerweise. Da braucht man jetzt auch nicht wirklich eine Ladeplanung für die Langstrecke, weil Langstrecke macht mit dem Zafira E wirklich nicht viel Sinn. Ja, also ihr habt es gehört, der Wagen hat mir super gefallen. Er ist für bestimmte Zielgruppen geeignet, für manche Sachen wiederum nicht. Preislich ist er mir leider zu teuer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.